Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tiny Tina's Wonderlands. Ja, wir sind noch dabei, die Ritterpflichten zu erledigen für Claptrap. Die Lady am See haben wir ja schon fachmännisch auseinandergenommen, weil Claptrap seine Fresse nicht halten konnte. Und wir schauen jetzt mal, wir müssen Lance finden. Bin ja mal gespannt. Hey du Pilz, lass mich in Frieden. Achtung, wir haben Gesellschaft. Ist mir schon aufgefallen, dass wir Gesellschaft haben. Ich finde, das reicht jetzt mit dir. Mann, ich dachte schon, das ist mein Pilz. Das hört sich einfach so falsch an. Alter, habe ich gerade wenig Leben. Gelernt? Ja, ich war's nicht. Ich hab's ihm nicht beigebracht. Oh mein. Wir rennen hier einfach mal ein bisschen durch. Wo müssen wir denn da hoch? Vermutlich. Irgendwie. Hey, da war mal ein Würfel. Na gut. Dann ab nach oben. Zu dieser schönen, schönen Brücke. Ach ja, da war ja auch die Zahnfee, gell? Genau. Und da hinten müssen wir hin und... Ja klar, Kobold. Friss das. Haha, der platzt einfach nur. Ich freue mich wieder auf dieses Spiel. Wir haben es ja schon länger nicht mehr gespielt, aber ich habe echt Bock. Ist er gerade tatsächlich in die Flammen gerannt? Was ein dummer Kobold. Na gut, lasst uns zu diesem... Wer auch immer das ist, gehen. Auf Geheiß des obersten Zauberbros Melvin, bleib stehen, Bro! Nein, wir müssen über diese Brücke. Aber dieser Trottel und seine trotteligen Helfer stehen uns im Weg. Sag ihm, dass er abbauen soll. Hey, okay. Ist schon klar, dass du die ganze Fahrbahn blockierst, oder? Bleib mal in deiner Spur. Niemand soll diese Brücke passieren. Der nicht stark ist im Duellieren. Doch sei gewarnt und zeige Mut. Beweise dich in König auf dem Pilzhut. Bro. Verdammt. Shit. Du musst mich vom Pilzhut stoßen, um die Brücke zu passieren, Bro. Willst du hier passieren, musst du den Bot expeditieren. Okay, ich muss ihn da also runterschmeißen. Ja, ich muss da erstmal irgendwie hochkommen, gell? Das ist der hier. Nein. Ich dachte, irgendwie muss ich doch da hochkommen. Können wir diese Wurzel hier hochlaufen? Ich habe keine Ahnung. So. Ja. Das Arsch hat voll geschummelt. Zeigen wir es ihm. Ich komm schon, Claptrap. Alles gut. Und boom. Und zack. Und boom. Die sind ganz schön zäh. Ach, der kämpft jetzt auch noch mit, oder wie? Und meine Ehre verlangt, dass ich dir den Arsch versohle, Bro! Wieso bin ich immer in deinem Windschatten? Ja, das frage ich mich ja auch, wieso ich immer in seinem Windschatten bin. Wir probieren es mal hier mit. Das sollte doch eigentlich ganz gut funktionieren. Haha!
Claptrap, du machst mich fertig. Okay, bitteschön. Und jetzt weiter zu Extra Kaliber. Lass mich raten, das funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Na gut. Ich glaube ja nicht, aber wir brauchen König Arche. Na gut. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aber wir probieren's. Wir probieren's. Und Booms. Ach, Claptrap, du machst mich fertig. So, weiter geht's. Pass das nächste Mal auf, mit wem du dich anlegst. Ekelhafte Kobolde. Und Booms. Güte, jetzt mach mal halblang, okay? Du hast die Geschichte schon mehr als ein Dutzend Mal erzählt und sie wird mit jeder Übertreibung unglaubwürdiger. Also erstens ist das keine Übertreibung, das ist auf... Meinen gnädigsten Gruß, eure Königlichkeit. Ich überbringe diese Vorladung. Also, müssen wir einen Mantel einpacken oder... Du wagst es, meinen Hof zu betreten und mich vorzuladen? Mich, König Archer? Herr des Reichs und Gebieter über diese hölzernen Hallen? Nun gut, was auch immer deine Aufgabe sein mag, ich nehme sie an. Aber wir müssen uns an das königliche Protokoll halten. Darum sage noch schnell, was du zu sagen hast. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist keine gute Idee. Ja, das war jetzt vielleicht nicht die cleverste Idee, Claptrap. Achso, der kann sich einfach wieder... Seine Ritter der Tafelrunde. Scheiße. Achso, wir müssen erst die Ritter der Tafelrunde besiegen, okay. Ja, es geht mit dem ab. So. Claptrap, du kannst aufhören zu reden, er ist tot. Alter Claptrap, du bist dezent nervig die ganze Zeit. Also, eigentlich Standard. Schon
schauen wir mal hier rein. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Vielleicht ein Würfel? Nee. Okay. Dann schnappen wir uns seine Hand. Schwer ist die Hand. Ich komm ja schon, Claptrap. Ich komm ja schon. Mein Gott. Er will doch dieses Schwert gar nicht. So, da bin ich. Dann tun wir mal die Königshand dahin und dann. Okay, soweit so gut. Und weg ist es. Gut, dann hier damit. Ach, Clappy, Clappy, Clappy. Du bist und bleibst einfach ein Idiot. Aber es wäre ja auch nicht so unterhaltsam, wenn es nicht so wäre. So. Mervins Tor, hä? Huh? Gut, bin da. Wer noch? Ich fresse einen Schneebesen, wenn es nicht mindestens einen Apostroph und viel zu viele Vokale hat. Ach, gut. Mervin, ich bin es, Sir Claptrap, der mächtigste aller Helden. Ich komme mit extra Kaliber, also mach auf! Tritt ein. Das hat funktioniert? Na, das gefällt mir schon besser. Endlich der Respekt, den ich verdiene. Ja, ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Wieder jemand auf der Suche nach der Lochzaubernate, was? Beweise, dass du ihrer Macht würdig bist, indem du meine Schüler besiegst. Knappe, verteidige deinen Herren! Na gut, besiegen wir seine Schüler, die komischerweise ziemlich schwach sind. Kaum eine Herausforderung. Na komm, nicht weglaufen. Einfach sterben. Da trennen einen die Augen. Endlich jemand, der der Lochzaubernate würdig ist. Na gut. Du bist stark, ja. Aber nur jemand, der wahre Weisheit besitzt, ist in der Lage, ihre große und schreckliche Macht zu nutzen. Du musst mein Rätsel lösen oder sterben. Das klingt ja schon mal gut. Wenn du die Zerstörung in deiner Hand halten willst, musst du die List durchschauen, um Freund von Feind zu unterscheiden. Nähere dich dem echten Mervin und die Lochzaubernate gehört dir. Oh, das ist leicht. Wähle den, der da drüben steht. Sieh ihn dir nur an, wie er so selbstgefällig dasteht. Er verheimlicht definitiv etwas. Okay, nähern wir uns dem ersten Zauberer. Was? Du bist zurück? Wie hartnäckig. Nun,
gut. Wenn du es beim zweiten Versuch hinbekommst, ist das auch okay. Und ich überlasse dir die Lochzaubernadel. Aber nicht schummeln. Was ich natürlich meinte, war dieser Typ da drüben. Der ist es. Ich kann es in meinem Schatz nicht spüren. Ja, ich glaube nicht, dass der das ist, aber gut. Im Ernst, ich habe dir sogar zwei Chancen gelassen und du hast es immer noch falsch gemacht. Es ist klar, dass du nicht in der Lage bist, die großartige Macht der Lochzaubernate zu benutzen. Jetzt musst du den Preis für dein Versagen zahlen. Und Booms! Wie ist das? Und nochmal! Und gleich nochmal! Ich würde sagen, wir holen uns dieses Ding einfach. So! Möge die Magie beginnen! Ja, die Magie beginnt! Ja. Wo sind denn die restlichen Zauberer? Da hinten an! Booms! Super, einmal Heilung bitte und dann frisst das. Merwin, der Zauberer. Viele kamen vor dir und alle sind gefallen. Ja, yeah, viele kamen vor mir, alle sind gefallen. Wen interessiert's? Und Booms. Booms. Und nochmal in die Fresse. Booms. Ein Problem. So. Was ist denn das? Ja, das ist alles Müll. Egal. So, rein in seinen Bau und hier. Muss ein Wörtchen mit mir reden. So, wir regenerieren noch mal ein bisschen Munition vielleicht. Action Skill, maximal Gesundheit, jawohl. Wird schon passen. So, also was Claptrap? Was gibt's? Okay, wir haben einen Zauberspruch bekommen. Lochzaubernate der Verjüngung. Und was habe ich drin? Nein. Einfach nur nein. So, was machen wir denn jetzt? Kleine Blaue. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.